Top 5. Diese Bundesliga-Rookies haben eingeschlagen. Florian Wirtz, Bayer Leverkusen. Gerade erst 17 geworden und schon in aller Munde. Kein Wunder, wenn man sich jüngster Torschütze der Bundesliga-Geschichte nennen darf. Florian Wirtz gelingt sein erster Treffer ausgerechnet gegen den FC Bayern. Wirtz hat sein Potenzial mehr als angedeutet. Wächst da der nächste Havertz? Klaus Gjasula, SC Paderborn. Zugegeben, Klaus Gjasula ist wahrscheinlich eine Bundesliga-Eintagsfliege. In seiner ersten und vermutlich einzigen Bundesliga-Saison macht der robuste Abräumer trotzdem nachhaltig auf sich aufmerksam. 17 gelbe Karten in 28 Spielen sind ein einsamer Bundesliga-Rekord. Den Abstieg des SC Paderborn kann Gjasula damit zwar nicht verhindern, sein Rekord wird allerdings lange halten. Klaus Gjasula hat wirklich eingeschlagen. Christopher Nkunku, RB Leipzig. Nkunku ist der erfolgreichste Neuzugang der Leipziger. Gleich in seiner ersten Saison gelingen dem jungen Franzosen nicht nur 5 Tore, sondern auch überragende 15 Assists. Damit gehört er auf Anhieb zu den Top-Vorbereitern der Liga. Und das, obwohl er in der Hinrunde oft zwischen Startelf und Bank pendelt. Inzwischen ist Nkunku Stammkraft. Kein Wunder bei der Bilanz. Marcus Thuram, Borussia Mönchengladbach. Thuram ist in Gladbach von 0 auf 100 durchgestartet. 10 Tore, 8 Vorlagen sind das eine, seine Jubelarien mit Trikot auf der Eckfahne das andere. Thuram ist Leistungsträger und Publikumsliebling in einer Person. Auch wenn die Saison für ihn wegen einer Verletzung vorzeitig beendet ist, die Gladbacher dürfen sich schon auf die neue Spielzeit mit ihm freuen. Erling Haaland, Borussia Dortmund. Treffer wie am Fließband. Erling Haaland. Der Winterneuzugang trifft 14 Mal in 15 Pflichtspielen, kommt dabei oft von der Bank. Er braucht also nicht lange für seine Tore. Kein Wunder, dass die ganz großen Clubs Europas Haaland ganz oben auf der Liste haben. Wie lange der 19-jährige Norweger in Dortmund bleibt, ist wohl eine Preisfrage. Die BVB-Fans hoffen, möglichst lange. Euch gefällt unser Kanal? Klickt gern auf Abonnieren und verpasst kein Video mehr. Vielleicht gefällt euch auch eins der hier vorgeschlagenen Videos. Die richtigen Fans klicken zusätzlich noch die Glocke, dann werdet ihr über neue Videos direkt informiert.